Willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Oder auch so, hi ho und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ich würde sagen, wir gehen jetzt über zu Teil 2. Vorbereitungen für einen Kühlschrank. Ja, wir haben eine Puppenstube. Wir haben eine schöne, etwas chaotische Rumpelkammer, Schrägstrich, leicht staubige Puppenkiste. Also die Augsburger Puppenkiste ist im Vergleich zu uns immer sauberer. Das muss man leider so zugeben. Ja, und jetzt war es so, dass ein Kühlschrank gehört in eine Küche. Und unsere Küche hatte einen riesen Küchentisch. Riesen Küchentisch heißt, egal wie groß euer Küchentisch ist, die Hälfte davon ist unserer. Naja, also okay, also wenn ihr jetzt so einen 80x80, dann ist er doppelt so groß. Also ungefähr 1,20 Meter auf 90, das ist unser Kühlschrank, unser Küchentisch gewesen, ist er. Ich weiß es, weil wir abgemessen haben, weil wir überlegt haben, da Hase drauf zu setzen. Ja, hat nicht geklappt, weil mein Hase hat wiederum einen Stall, der ist 1,40 Meter auf genau 90. Ja. Ja, egal, darum soll es ja jetzt nicht gehen. Es geht nicht um einen darum, sondern es geht jetzt darum, was man vorbereiten muss. Auf jeden Fall hat meine war dann in, wie gesagt, haben wir bei Otto bestellt und der Satz ist, man muss die Räume freiräumen, sodass die Leute ohne Probleme den Kühlschrank anliefern können. Meine Mutter erschlägt mich, glaube ich, sowas von, wenn ich jemals wieder einen Kühlschrank bestelle. Also, wow, das war echt harte Arbeit. Also bei uns vor der Tür steht ein Wagen mit Schuhen und noch mehr Schuhe und dann noch Körbe und Herrgott, also da war nichts frei geräumt. Und dann inzwischen, auf der Zwischenebene, haben wir noch meine ganzen Getränkekisten und noch Zeug und ja, aber auch nichts frei geräumt. Also alles in allem. Hey, sag mal, Mama. Drei Stockwerke hochgerümpelt. Drei Stockwerke und dazu kam dann ja auch noch die Küche. Die musste ja auch freigeräumt werden, damit der Dinger überhaupt mal einen Stehplatz hat. Ja, auf jeden Fall. Der langen Rede kaum einen Sinn. War es dann so, ich habe mir ja den größeren Küchenkühlschrank zugelegt, weil ich ja koche mit Leidenschaft. Und wenn du kochst, brauchst du Lebensmittel. Und wenn du nicht immer rausgehen kannst, brauchst du auch ein bisschen Vorrat. Ergo brauchst du Platz für einen Vorrat. Unser kleiner Kühlschrank hatte nicht genug Platz. Elenchen braucht also größeren Kühlschrank. Elenchen, wenn sie in die Vergangenheit reisen könnte, würde Elenchen sagen, kauf dir den Kühlschrank, aber such dir irgendjemand anders, der den Hausgang leer räumt. Ja, auf jeden Fall. Oh Mama, klopfquellig steht's auf Holz. Also, auf jeden Fall war es dann so, dass der Kühlschrank ja seinen Platz braucht und da haben wir räumen müssen. Und ich sag euch jetzt, wir haben geräumt wie die Tiere. Also wir haben wirklich geräumt, geräumt, geräumt. Also meine Mutter und ich, wir haben glaube ich so 7 Tage durchräumen, geräumt, damit wir da Platz haben. Also angefangen haben wir mit 3 Tagen Küche räumen. Dann kamen 2 Tage erstmal Hausgang, also ersten Treppenaufgang räumen. Dann kam noch ein Tag, dann der zweite Treppenaufgang räumen. Dann kam ein Tag Staubsaugen dazu, weil man muss ja auch überall sauber machen, weil unter den Kühlschrank kommst du nie wieder. Also ja, und dann war Liefertag. Also ja. Und jetzt für alle, die irgendwie schwach beseitet sind, guckt weg. Ich zeige euch jetzt mal unser Wohnzimmer, wie es aussah am Tag, bevor die Lieferung kam. Das war unser Wohnzimmer. Ja, da seht ihr meine Schuhe. Das ist unser, wartet mal ganz kurz, das ist unser Sofa. Das ist unser Küchentisch. Dahinter ist dann ein Wohnzimmertisch. Das ist ein uralter PC, weil ich habe noch ein paar uralte Spiele, die ich liebe. Und deswegen brauche ich noch einen PC, der so alt ist, dass er die kann. Und er kann.
Das sind übrigens meine Lieblingsschuhe auch noch mitunter. Nein, Fake News, das sind nicht meine Lieblingsschuhe. Doch, das sind die. Also meine Lieblingszwischenschuhe. Winterschuhe habe ich ja inzwischen neue, wie ihr ja auch wisst von dem Video. Jetzt muss ich weiter gucken. Das sind hier. Da oben seht ihr meine selbst gebastelten Kissen, meiner Mama ihre Bücher. Das ist dann, wie gesagt, Sofa. Hier ist dann, müsste dann das Sessel sein. Und da ist die Kiste vom Mac und da ist noch ein bisschen Wohnzimmerzeug. Hier sieht man dann ein bisschen besser die Schuhe. Das ist dann da so. Und da hinten, ich will nichts Falsches da. Sind dann die Getränkekisten und da unterm Tisch waren auch nochmal Getränkekisten. Ach, es war echt. Also meine Mutter hat mitten in der Nacht, ist ihr dann eingefallen, sie braucht was. Ich habe mir fast die Haxen gebrochen, auch beim Versuch meiner Mutter, die Sachen zu holen. Dann hier haben wir Streu hingestellt vom Leo, damit der auch was hat. Das war dann schon die Küche nach dem Aufräumen. Also so sieht, das ist gerade unser Küchentisch. Ich brauche einen Küchentisch. Nur so als kleine Anmerkung. Das ist mein Stuhl, das ist der von meiner Mama und da dahinter sieht man nicht, aber das ist der von Papa. Ah, und das da ist die Leiste, wie groß ich geworden bin. Irgendwann, und das sind ein paar Bilder, die ich selber gemalt habe. Ja, aber nachher seht ihr da eh noch ein bisschen mehr. Ja, und dann. Sekunde. Ja, auf jeden Fall. Entschuldigt, ich muss mal ganz kurz mein Gebäck. Das ist dann unsere Küche noch von nahen. Also, ja. Und das ist unser Hausgang, auch schon aufgeräumt. Und ja, das bezeichne ich als aufgeräumt. Ja, auf jeden Fall haben wir echt geschleppt wie die Verrückten. Und ich sag euch, uns tun die Glieder weh, dass alles zu spät ist. Und ja. Ah, das ist übrigens, das ist nun noch so ein kleines Goodie. Der hängt über meinem Bett. Das ist mein. So. Das ist mein Nachtleuchtesternfisch. Ja. Gut. Ja. Ich gebe euch den Tipp, wenn ihr euch einen Kühlschrank bestellt, dann versucht einen Liefertermin zu finden, wenn ihr nicht den direkten Weg habt, dass man durchkommt, damit ihr Zeit habt zum Aufräumen. Gebt euch mindestens eine Woche, weil lieber etwas mehr Zeit und langsam räumen, als so wie wir auf husch husch räumen müssen. Das war anstrengend. Mama, hör auf, zu laut zu sein, nicht, dass dir noch der Rücken rauskracht, dann endgültig. Ich mache mir Sorgen um deinen Rücken. Ja, gut. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns dann nachher gleich im letzten Teil, wo ich euch dann die Geschichte erzähle, wie dann die Lieferung war und wo ich euch dann auch noch erzähle, auch noch den Kühlschrank dann zeige. Ja, das wird dann noch so ein kleines Sondervideo. Das kommt dann auch noch die Woche. Also sind dann insgesamt 4 Videos, weil ich habe keine Lust zum Schneiden. Ihr kennt mich. Ja. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr Tipps habt zum Aufräumen von Sachen oder wie auch immer. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die Bell.outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.